Viertelfinale bei der Euro 2024. Zeit für eine kurze Bilanz. Das jüngste Altenheim Europas spielt gegen Zorro und seine harmlosen Weggefährten. Also Portugal gegen Frankreich. Ja, selbst bei Cristiano Ronaldo. Ne? Der Maschine. Da merkst du, Saudi-Arabien hat ihn vor die Wahl gestellt. Entweder Burka oder Botox. Ja? Wenn Sü jetzt das entscheidende Eigentor macht gegen Frankreich, weil ohne können die Franzosen gar nicht, dann läuft der Mbappé garantiert mit Maske im Fanblock und lässt sich feiern mit dem Fangesang. Er ist nicht unser Held. Au revoir. Vergesst meinen Namen. Vergesst. 100%. Ja, bei den Niederlanden, da geben die Fans ja mehr Spielsystem vor als Ronald Koeman. Ja, nach links, 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 nach rechts, 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 rechts. Vielleicht sollten alle Spieler sich mal so ein Stirnband aufziehen. Ne? Aber von den Augen mal hier oben hinschieben, damit der Schweiß nicht reinläuft und man die Chance vielleicht direkt macht. Denn jetzt kommen die Fighter im Turnier, ne? Die, wo man hört, wenn sie ein Tor gemacht haben in der Nachbarschaft. Genauso viele Raketen, die so in die Luft schießen, haben sie auf dem Platz stehen. Ne? Türkei, wenn die gewinnen, kann man auf jeden Fall singen. Autokoso, ist doch kein Verbrechen. Ich kann eine Hupe mittlerweile hören, ob es ein VW oder ein Mercedes ist. Ja, und das Schweizer Uhrwerk, das läuft immer weiter. Viel Taktik, wenig Tick-Tack. Ganz ruhig, neutral, ohne Emotionen. Ja, fast wie Jude Bellingham und Co. Wenn er nach dem ersten Fallrückzieher-Tor, was er gemacht hat, schon ein dick Video andeutet, dreht er beim nächsten Sieg auf jeden Fall einen Film mit Egon Kowalski. Und hier mal eine kleine Frage an meine englischen Fußballfans. Hello, my name is Uwe Sesanili, coach, and I'm living near the greatest shithole from Germany, you know. I have one question. Why does your coach, Gareth Southgate, does not work at the teller's window? Because he isn't able to change. Have fun in the... So, und jetzt Deutschland gegen Spanien. Männer, was ihr hier auf dem Platz macht, ne? Da kommt mir auch ziemlich spanisch vor. Letzter Pflichtspielsieg der DFB-Jungs gegen die Sangria-Schlürfer 1988, 2-0. Und jetzt ist Anstoß um 18 Uhr, ist ja auch klar. Liegt an dem spanischen Supertalent Lamine Yamal. Jüngster Teilnehmer der EM ever mit 16 Jahren, der muss ja irgendwann in Haia. Die haben hinten auf dem spanischen Bus, haben die einen Aufkleber, da steht drauf Baby an Bord. Antonio Rüdiger, trifft er den Lamine Yamal im Spielertunnel? Der nimmt den doch an der Hand, weil er denkt, das ist sein Einlaufkind. Komm Antonio, zieh durch, das machst du. 100%. Kriegen da trotzdem Probleme gegen den, ne? Ja, dann haben wir mal aktuell eine super Form. Aber vielleicht mit aus seiner Form ein Förmchen. Ja, vielleicht auch eine Chance. Ne, Patrick, du warst mit 16 auch ein Vollprofi, wie der Jamal. Nämlich im Pickel ausdrücken und auf alles keinen Bock haben. Gewinnen tun wir gegen die Spanier nur mit der Malle-Taktik. Der Füllkrug macht einen auf Ballermann. Ist klar, weil da geht's ja was um den Spiel. Der Sieger zieht nicht nur ins Halbfinale ein, sondern bekommt die komplette Insel Mallorca. Ja, sicher. Ne, Stefan, du kannst auch perfekt Spanisch. Mikasa, Sukasa, Shakira, Shakira. Das ist klar. Ja, und zum Glück haben wir so ein paar Spieler, die spanische Erfahrung haben. Ne? Toni Kroos lange bei Real Madrid. Antoni Rüdiger ist es noch. Thomas Müller benutzt das gleiche Spülmittel wie die Leute in Villarriba und Villabajo. Und ich fahre mit meinen Jungs ja zum Public Viewing. Mit den Öffis. Und die Spanier, die feiern die deutschen Züge, ja. Das ist unfassbar da im Nahverkehr. Deswegen singen die auch immer. Viva España. Da, ni, na, ni, na, na. España. Kevin! Boah, der ist so hohl, der glaubt wirklich, Senorita ist eine alte spanische Frau nach einer Geschlechtsumwandlung.